ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu... Nein, lass mal nochmal. Nein, nochmal. Oh, mein scheiß BH quietscht. Bin dann losgefahren. Oh, diese Fliege, habt ihr das gesehen? Und da war... Also, ganz ruhig. Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dabei ist das heute gar kein so erfreulich schönes Video, aber ich sorge mit meinem Pulli optimal für Weihnachtsstimmung, denn bei uns im Hause ist tatsächlich schon Weihnachten ausgebrochen. Ich habe auch schon weihnachtlich geschmückt, ja, denn ich habe gelesen, Menschen, die früher für Weihnachten schmücken, sind deutlich glücklicher und deshalb haben wir jetzt schon Anfang November, Ende Oktober Weihnachten ins Haus gebracht. Deswegen habe ich jetzt heute auch mir gleich einen Weihnachtspulli gekauft und habe ihn gleich angelassen. Ich habe ihn eigentlich nur anprobiert. Passt ganz gut. Ich lasse ihn jetzt an. Deswegen müsst ihr leider das heute ertragen. Vielleicht verschaffe ich euch ja dann auch in Weihnachtsstimmung. Und ich würde sagen, jetzt legen wir los mit dem Video. Bevor wir jetzt mit dem Video starten, wollte ich nur mal schnell erwähnen, dass ungefähr 70% meiner Zuschauer gar nicht meinen Kanal abonniert haben. Holt das sehr gerne nach. Einmal hier unten auf Abo drücken und jetzt viel Spaß beim Video. So, ich lehne mich mal nach hinten. Ich glaube, ich werde jetzt heute einfach so ein bisschen drauf los quatschen, denn ihr habt es vielleicht mitbekommen, diejenigen, die mir zumindest auf Instagram folgen, aber ich habe auch eigentlich einen Community-Post auf YouTube gemacht, und zwar, dass Darko eine Verletzung hatte. Diese Verletzung ist jetzt schon aktuell 2 Wochen her. Ja, 2 Wochen müsste sie jetzt her sein. Ich fange jetzt einfach mal so an zu erzählen, wie das eigentlich alles zustande kam. Eigentlich war das nämlich... Mitte der Woche war das. Ich hatte mir den Tag eigentlich eingeteilt mit meiner besten Freundin. Wir hatten uns verabredet zum Essen und ich war eigentlich schon direkt nach dem Frühdienst auf dem Weg dahin, bis ich dann im Auto einen Anruf bekommen habe, ob ich nicht zum Stall käme. Also eine Freundin hat mich angerufen. Ich sage so, nee, heute eigentlich nicht. Sagt sie, ja, das ist schlecht. Ich sage, ja, warum denn? Ja, Darko hat Aua. Ich so, ja, was ist denn? Ich wurde schon langsam ein bisschen panisch. Und dann sagte sie, ja, am Fuß, komm mal vorbei, ich glaube, das muss sogar genäht werden. Und ich so, oh Gott, ich habe immer Angst vor solchen Anrufen. Also ich habe damit gerechnet, dass irgendwann so ein Anruf kommt, aber nicht, dass er so früh kommt. Ja, ich habe natürlich mir schon das Szenario ausgemalt, war schon dementsprechend ein bisschen unter Panik. Bin auch erstmal zum Restaurant gefahren, weil meine Freundin schon da gewartet hat. War auch schon total aufgelöst, habe auch angefangen zu weinen, weil ich halt nicht wusste, was mich da jetzt erwarten wird, wenn ich da jetzt ankomme. Sie hat auch total Verständnis gehabt, hat auch gefragt, ob sie mitkommen soll. Meinte ich, nee, ich glaube, das wird noch ein bisschen länger dauern, fahr mal du lieber nach Hause. Ich bin dann losgefahren zum Stall, war auch relativ schnell da. Ich habe natürlich währenddessen auch schon Björn angerufen und ihm erzählt, was passiert ist. Er ist dann schon hingefahren, als ich nämlich dann im Stall ankam, war Björn auch schon da und hat sich dann mit ein paar Freunden vom Stall halt Darko aus der Box geführt quasi und dann auch geguckt, gespült und gekühlt haben sie das Bein. Und ich werde euch währenddessen einfach immer ein paar Bilder einblenden. Dann könnt ihr mal gucken. Ich hoffe, ich kann euch, glaube ich, nicht die Bilder zeigen, die dann später noch ein bisschen dramatischer werden. Denn ich habe Angst, dass dieses ganze YouTube-Video dann gesperrt wird. Deswegen zeige ich euch jetzt nur die harmlosesten Fotos und Bilder, damit ihr ein bisschen nachempfinden oder nachvollziehen könnt. Mit dem ein bisschen nachvollziehen könnt, worüber ich eigentlich gerade spreche. Also, ich kam im Stall an und meine Freundin hatte ihn auch schon am Strick und hat ihn geführt und sagte, ja, sieht alles ganz gut aus, mach dir keinen Stress, Darko geht's gut. Und da ist mir erstmal ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Also, mein Pferd stand jetzt nicht auf 3 Beinen oder das ganze Bein ist ab. Da war ich schon mal beruhigt, habe mir dann das angeguckt. Ich zeige euch jetzt einmal ein Foto. Das war direkt im Stall, das haben wir gemacht, das Foto. Und da dachte ich, ja, easy, pff. Ist ja nur so ein kleiner Kratzer, ne? Das machen wir mit links. Hab dann erstmal, glaube ich, 4 verschiedene Tierärzte angerufen. Eine Tierärztin hat mir gleich abgesagt, dass sie nicht kann, weil sie nicht in der Nähe ist. Die anderen beiden habe ich nicht erreicht. Und dann habe ich von einer Stallkollegin noch einen anderen Tierarzt bekommen. Der hat mich dann auch zurückgerufen, hat auch gesagt, ich kann in einer halben Stunde da sein. Hab dann aber einen Anruf bekommen von meiner Tierärztin, die ihn auch schon mit den Zähnen behandelt hat.
und auch geimpft hat und eigentlich jetzt quasi unser Haustierarzt ist, die hat mich dann tatsächlich zurückgerufen und hat gesagt, Vanessa, ich bin in einer Stunde da, ne? Was ist passiert? Hab ihr dann die Fotos per WhatsApp geschickt von der Wunde und hab dann gewartet auf ihre Instruktion. Was sagt sie mir, was soll ich tun? Sie sagte zu mir, tatsächlich davon würde sie die Finger lassen, denn es ist an einer sehr ungünstigen Stelle gewesen. Sie hat das auch ihrer Chefin gezeigt. Ihre Chefin hat auch gesagt, davon sollten wir die Finger lassen, denn das ist an einer so ungünstigen Stelle gewesen. Auf dieser Stelle war unnormal viel Zug drauf. Also es wäre genau das, wenn wir uns hier, wenn wir den ganzen Tag unsere Achillessehne zum Beispiel. Das ist eigentlich ein perfektes Beispiel. Als wenn da jetzt ein Schnitt ist und ja, du probierst das jetzt irgendwie mit Naht und Klammern zusammenzuhalten. Und da sagte sie, das macht sie nicht. Und wir sollten auch lieber nochmal gucken, wie tief denn die Wunde eigentlich geht. Und wir sollten halt auch gucken, dass keine Sehne oder keine Sehenscheidewand irgendwie verletzt ist. Deswegen hat sie mir geraten, fahrt in die Klinik. Ich sag, oh Gott, ich habe mir schon das Horrorszenario ausgemalt. Hab ihr dann gesagt, dass ich das aber machen werde. Hab dann in der Tierklinik angerufen, einmal den Fall geschildert. Und die haben auch gesagt, okay, dann können wir damit rechnen, dass die in einer halben Stunde da sind. Ich sag so, ja, gut. Wir haben den Hänger angehangen, los vor die Stallung. Und dann habe ich nur gedacht, bitte, 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 Taco, geh jetzt auf diesen Hänger rauf. Leute, mein Mutterherz ist vor Stolz fast geplatzt. Taco ist so auf den Hänger gegangen. Allerdings hatte ich hatte unglaublich gute Hilfe. Ich danke Nadine, ich danke Susanna und ich danke dir, Nico. Wenn ihr die Videos oder wenn ihr das Video hier seht, danke, 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 dass ihr mir geholfen habt. Susanna, danke, dass du mich in die Klinik begleitet hast. Danke einfach. Also hätte ich euch nicht gehabt in dieser Situation, glaube ich, wäre ich amok gelaufen. Ich war wie so ein Energiebündel. Ich war total aufgelöst. Deswegen danke, danke, danke an euch. So. Okay, weiter geht's. Wir haben ihn also verladen. Wir sind dann losgefahren direkt zur Klinik. Und es ging auch relativ schnell. Er wurde als Notfall behandelt. Er wurde erstmal sediert, weil er auch sehr, sehr aufgeregt war. Allein schon auch durch die Fahrt wurde er sediert. Und dann wurde auch das Bein geschoren, einmal zu gucken. Es wurde gespült und desinfiziert. Es wurde von innen gespült und desinfiziert. Und es wurde von innen Ultraschall gemacht und von außen. Und diese Bilder kann ich euch jetzt wahrscheinlich nicht zeigen, denn da hat man erst gesehen, wie tief eigentlich dieser Schnitt war. Dieser Stab, den sie als zur Reinigung benutzt haben, Ultraschallwellendesinfektion, glaube ich, hieß das, da war bis zur Hälfte einfach in dieser Wunde drin. Und ich habe nur die ganze Zeit Angst gehabt. Ich sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und sie sagte halt auch, ja, wir müssen so tief gehen, um zu gucken, halt, ob die Sehenscheidewand irgendwie angerissen ist oder eröffnet wurde. Weil dann wird das tatsächlich eine langwierige Sache. Also sie sagte auch, dann hätte sie mir keine gute Prognose geben können. Denn an dieser Stelle, wenn die Sehenscheidewand sich wohl irgendwie eröffnet hat, ist das sehr kompliziert, das zu behandeln. Es entzündet sich sehr, sehr oft. Man muss die Pferde jedes Mal in Vollnarkose legen, um da das Fesselringband zu spülen und zu desinfizieren. Und da sagte sie, das wäre ganz schön körperlich anstrengend gewesen für das Pferd und natürlich auch psychisch, also nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Und da hatte ich so eine Angst. Ich hatte halt auch Angst, dass die Sehne durch ist oder das Ringband selber durch ist. Ich hatte einfach so eine Angst. Ich habe da gestanden, habe geheult. Ich habe meine Mutter angerufen, ich habe geheult. Ich habe Björn angerufen, ich habe geheult. Ich habe einfach nur Angst um dieses Pferd gehabt. Ich hatte so eine Angst. Es haben drei verschiedene Tierärzte noch raufgeguckt auf die Wunde, weil die eine Tierärztin mir erst zu 100% die Gewissheit geben wollte oder eine Prognose geben wollte, wenn ihre Kollegen das Gleiche sehen wie sie. Und eine Stunde war ich da und habe gewartet, was die Ärzte sagen. Und die haben dann mir mit 99,5% hat sie so schön gesagt, sagen können, dass zum Glück die Sehenscheidewand nicht eröffnet wurde und nicht verletzt wurde. Er hat genau vor der Sehne einen Stopp gemacht. Als ich das gehört habe, ne? Leute, ich war fertig. Ich habe, glaube ich, Migräne des Grauens gekriegt. Mir war kotzübel. Ich habe am ganzen Körper gezittert und habe nur gedacht, oh, Darko, ey, du machst mich fertig. Ich weiß, er ist ein ganz großer Körper, Klaus. Und ich habe tatsächlich auch überlegt, eine Paddockbox für ihn zu nehmen. Aber ganz ehrlich, Leute, er ist so ein Körper, Klaus. Er macht so viele Sachen kaputt. Er braucht eigentlich eine Gummizelle, damit nichts passiert. Wirklich. Ich darf ihm nichts
umlassen, kein Halfter, keine Bandagen, keine Glocken, eigentlich auch keine Decke. Die zieht er sich auch über den Kopf. Also, na gut, jetzt nicht, durch die Bänder ist das alles sicher. Ne? Aber wenn er es wollen würde, könnte er das. Ich kann nichts vor der Box hängen lassen, ohne dass die Box dann aussieht wie in einem Kinderzimmer, wo drei Kinder gleichzeitig gespielt haben. Alles liegt vor der Box. Ich habe extra so schöne Aufhängsel, solche Stäbe, wo ich immer schön die Decke rüberlegen kann. Es liegt einfach dann alles auf dem Boden. Also so ein kleiner Clown ist er. Deswegen habe ich mich dann auch dazu entschlossen, ihn nicht auf eine Paddockbox gehen zu lassen. Denn ich kann es mir schon sehen, ich kann es mir schon vorstellen, wollte ich sagen, dass er da irgendwie mit den Beinen da zwischen den Geländer hängen bleibt oder was weiß denn ich. Deswegen nein. Und deswegen weiß ich auch, dass das wahrscheinlich nicht der erste und auch nicht der letzte Unfall sein wird. Schneller vor als klopfen. Aber dafür ist er einfach sehr jung, er ist sehr verspielt und er hat halt nichts vom Leben bis dato, bis ich ihn halt gekauft habe, gesehen. Bis auf seine Mama und zwei andere Pferde. Und ja, er wurde wie gesagt dann dort geklammert und es wurden Fäden noch gesetzt. Allerdings sind die Fäden zweimal gerissen. Deswegen mussten wir dann halt nochmal neu nähen und nochmal zusätzlich klammern. Es wurden zwei Hefte genäht und einmal geklammert, halt safety first. Also es wurden die verschiedenen Unterhautschichten halt zusammengenäht und von außen geklammert. Dann war er zwei Nächte zur Beobachtung in der Klinik. War auch für mich sicher. Ich habe auch gesagt, ne, bitte gerne einen Tag mehr, denn für mich ist ja safety first einfach. Der hatte die optimale Versorgung, optimale medizinische Versorgung. Er hat 7 Tage Antibiotika bekommen und es wurde jeden Tag Fieber gemessen. Das Gute ist, er hat keine Infektion bekommen. Es ist alles reibungslos verlaufen. Zum Glück, ich konnte ihn dann halt auch 2 Tage später dann halt auch abholen. Und ich glaube, er war auch sichtlich erleichtert. Allerdings lief da das Verladen nicht so gut. Darauf gehe ich jetzt auch nicht ein. Es war sehr nervenaufreibend wieder, sodass ich mir jetzt auch vorgenommen habe, sobald seine Stelle jetzt da verheilt ist, fangen wir wieder an mit dem Hängertraining. Denn mit dem Reiten hat sich das eh erstmal erledigt bis Ende des Jahres. Also, zu der weiteren Diagnostik. Er wurde, wie gesagt, geklammert. Verbandswechsel war jeden 2. Tag. Ich habe ihm Antibiotikum noch 7 Tage gegeben. Das ist zum Glück jetzt auch nicht mehr. Das hat er jetzt auch überstanden. Da war er übrigens auch ganz, ganz lieb, muss ich sagen. Und er hat halt Boxenruhe und das 3 Wochen lang. Wir gehen jetzt gerade in die 2. Woche rein. Also, nee, Quatsch. Wir haben jetzt die 2. Woche Boxenruhe beendet. Am Montag kommen endlich die Fäden und die Klammern raus. Danach darf er dann 10 Minuten kontrolliert Schritt gehen. Das darf ich auf 2 Tage auch teilen. Also jeden Tag 10 Minuten Schritt. Nach den 2 Tagen darf ich dann 2x10 Minuten Schritt und so steigern wir uns dann halt immer von Tag zu Tag und dann auch einfach mal zu gucken, ja, wie er das alles so macht. Und das Gewebe ist halt jetzt so ein bisschen schwach da an der Stelle und das darf halt nicht gleich so überstrapaziert werden. Das heißt dann auch nächste Woche ist halt kontrolliertes Schrittführen angesagt und die Woche darauf, sprich in 2 Wochen, darf er dann das erste Mal auch wieder auf dem Paddock. Allerdings alleine, aber finde ich gar nicht so schlimm. Ich werde seinen Pferdekumpel einfach auf die gegenüberliegende Koppel einfach stellen, sodass er sich nicht ganz so alleine fühlt. Er darf dann halt sich auch schon frei bewegen. Müssen halt dann aber auch gucken, dass er nicht zu sehr abspackt. Aber so schätze ich Darko tatsächlich auch nicht ein. Ich habe mir solche Vorwürfe gemacht, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe mir solche Vorwürfe gemacht, warum er jetzt in der Box stehen muss und ich habe mich so als schlechte Mutter gefühlt. Ich habe so gelitten, oder ich leide ja immer noch, dass mein Pferd jetzt 24/7 in dieser in dieser blöden Box stehen muss, denn ich bin da überhaupt gar kein Fan von. Also am liebsten soll mein Pferd bitte 24/7 draußen stehen. Und ja, ich hatte wirklich, ich habe gedacht, oh mein armes Pferd, der überlebt das nicht. Der nimmt mir das wahrscheinlich so übel. So denke ich die ganze Zeit. Aber auch heute ist ja wie gesagt die 2. Woche und er ist seelenruhig in der Box. Ne? Also Wahnsinn. Wenn ich die Boxentür aufmache und so, guckt er mich erstmal freundlich an und der ist ganz, ganz doll verkuschelt geworden. Also der kuschelt ja nur noch mit mir. Vorher war er auch schon sehr kuschelig. Das war ja auch so mit der Grund, warum ich mich eigentlich in ihn auch so sehr verliebt habe. Aber jetzt noch viel, viel mehr. Er legt seinen Kopf auf meine Schulter, macht die Augen zu. Er legt den Kopf auf meinen Kopf, macht die Augen zu. Er
versucht mit mir hier Fellpflege zu machen. Also es ist so ultra niedlich. Und ja, ihm geht das tatsächlich gut. Ich fütter ihn zum Beispiel jetzt auch gar kein Hafer, sondern er kriegt jetzt sein energiefreies Müsli und er kriegt Mash noch zugefüttert. Und ich glaube, das verträgt er auch so ganz gut. Man muss halt darauf achten, dass er nicht so viel Stroh frisst. Aber meine Tierärztin hat halt auch gesagt, wir müssen halt da ein bisschen gegensteuern mit unmelassierte Rübenschnitzel. Die sorgen halt dafür, dass keine Verstopfungskolik dann zum Beispiel entsteht. Und toi, 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 ich hau nochmal auf Holz. Bis dato ist alles gut und ich hoffe, das bleibt auch so. Habe ich sonst noch irgendwas zu erzählen? Außer, dass ich megamäßig Angst hatte und da das erste Mal gedacht habe, ich verliere mein Pferd. war das schon echt heftig. Aber ich konnte, habe auch wieder gesehen, wie viel ich einfach schon mit Darko erreicht habe in der kurzen Zeit. Dass er auf den Hänger geht, dass er mir so blind vertraut und ja, also hätte ich nicht gedacht. Und das macht mich halt natürlich als Pferdemami natürlich sehr, sehr, sehr stolz und sehr, sehr, sehr glücklich. Und ach so, viele haben mich gefragt, wie kam es denn überhaupt zu diesem Unglück? Ganz ehrlich, wir wissen es alle nicht. Also meine Freundin hat ihn so von der Koppel geholt. Es war ein Koppelunfall, ich weiß es nicht, ein Weideunfall. Ob er sich selber von hinten nach vorne eingetreten hat, wir wissen das einfach nicht. Das vermuten wir. Er hat zum Glück ja keine Eisen. Man meinte auch die Tierärztin, hätte er Eisen drauf gehabt, wäre es höchstwahrscheinlich so, dass die Sehne durch gewesen wäre. Und also sie hat es sich auch nur so erklären können. Wir haben sonst keine spitzen Gegenstände irgendwie auf der Koppel. Oder es war ein anderes Pferd beim Kappeln oder so. Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Wir haben ihn so von der Koppel runtergeholt und ja, so ist es jetzt halt auch. Und da habe ich schon beinahe, habe ich dann auch schon mit meiner Freundin oder auch mit euch auf Instagram geschrieben oder meine Sorgen geteilt, dass ich jetzt einfach so übervorsichtig bin oder ich habe Angst, eine Helikoptermutter zu werden, sage ich jetzt mal, und jetzt so übervorsichtig werde, dass ich ihn nur noch voll gamaschiert, gibt es das, voll gamaschiert? Mit Gamaschen vorne und hinten auf die Koppelstelle, aber davon bin ich halt auch kein Fan, weil man da das Gewebe so ein bisschen schwächer macht und die Sehnen halt auch ein bisschen schwächer. Ach, what? Es ist Schicksal, ne? Ich weiß. Unfälle passieren. Unfälle können mir auch passieren, wenn ich ihn alleine aufs Paddock stelle. So ist es ja damals mit Fiona passiert, der Unfall. Sie wurde alleine aufs Paddock gestellt und zack, ja, Riffebein durch, ne? Also, es war sehr nervenaufreibend, aber ihm geht es gut. Ach so, und zur, ich habe euch nämlich auf Instagram auch noch gefragt, ob ihr ein paar Boxenspiele quasi so für uns habt. Und da habe ich auch zahlreiche Ideen bekommen. Danke dafür nochmal für eure ganzen Nachrichten. Also wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, hier unten einmal, könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ich habe nämlich diesen Eimer mit Wasser und Äpfeln und Müllrüben habe ich ihm hingestellt, sodass er da mal ein bisschen fischen muss, ein bisschen tauchen muss. Ja, klappte nur so semi-gut, denn so nach 2 Minuten hat er keine Lust mehr und einfach den ganzen Eimer leer getrunken und hat sich dann die Äpfel und die Möhren rausgenommen. Ich meine, dumm ist er nicht, also der ist nicht doof, schlau ist er. Und ich habe ihm von MySqueed, Werbung wegen Markennennung, so eine Tarzan-Liane gekauft. Und zwar mit solchen Birkenscheiben und solchen Kringeln, die man da noch zusätzlich zwischen den Birkenscheiben... Ich blende euch mal ein Bild ein. Das habe ich gekauft und er findet das so gut. Also der hat da so Bock drauf. Allerdings kann ich das nur im Beisein, wenn ich da bin, in die Box hängen. Denn ja, ich habe keine wirkliche Halterung für dieses Teil. Und ich bin noch am Überlegen, ob ich mir irgendwie meine Konstruktion überlege. Ich hänge das nämlich jetzt momentan gerade zwischen die Tür, da wo er aus dem Fenster rausguckt. Aber das kann ich halt nur so lange dran lassen, bis ich, also wie ich halt da bin. Denn sonst kann er aus dem Fenster nicht so wirklich rausgucken. Naja, auf jeden Fall findet er das sehr, sehr cool. Und da hat er auf jeden Fall Spaß dran. Und tatsächlich probieren wir auch ein paar Dehnungsübungen. Das mag er auch sehr, sehr gerne. Also das Kompliment kann er schon sehr, sehr gut. Allerdings nur mit Leckerchen. Und ja, ich probiere halt auch das Grinsen, aber das klappt irgendwie nicht so gut. Da will er einfach immer nur die ganze Zeit meine Leckerlis haben. Da konzentriert er sich noch nicht so gut. Aber wir üben. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber wir freuen uns trotzdem auf nächste Woche, wenn wir dann endlich mal 10 Minuten spazieren gehen können. Habe ich nichts weiter zu erzählen, was vorgefallen ist, aber viele von euch hatten halt gefragt, ob ich nicht mal erzählen könnte, was denn passiert ist. Deswegen kommt jetzt, oder ja, ist jetzt hier das Video online gekommen. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut oder ich hoffe, ihr freut euch.
Und ich würde sagen, ich beende auch schon an dieser Stelle das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Klingt komisch bei so einem Thema. Wir lassen es einfach weg. Hinterlasst mir sehr gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben. Ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!